Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe noch mal ganz viel nachgelesen und recherchiert und mir Notizen gemacht. Und wir werden heute noch mal in das Thema Yoni-Steaming reingehen. In welchem Vlog habe ich das gemacht? In dem Mama nimmt eine Auszeit-Vlog habe ich Yoni-Steaming das erste Mal ausprobiert und euch quasi kurz davon erzählt. Und heute möchte ich das nochmal so ein bisschen intensiver machen. Was ist das? Warum nutzt man das? Wie nutzt man das? Und so weiter und so fort. Starten wir mal damit, was ist eigentlich Yoni-Steaming? Also Yoni-Steaming ist ein Intimdampfbad aus natürlichen Kräutern. Da könnt ihr ganz viele verschiedene Kräutermischungen bestellen. Es gibt sogar je nach Zyklus, Woche verschiedene Kräuter, die man nutzen kann. Es gibt aber auch so quasi so Packs, wo mehrere Kräuter schon so gemischt sind. So eins habe ich. Ich verlinke euch mal das, was ich benutze, unten in der Infobox. Genau, also es ist ein intimes Dampfbad mit natürlichen Kräutern und zählt zu den weltweit ältesten holistischen Heilpraktiken. Und eigentlich ist es super bekannt und es gibt auch super viel dazu im Internet und bei YouTube. Und an mir ist es so total vorbeigegangen. Und wie Yoni-Steaming in mein Leben getreten ist, ist wieder so super krass. Ich folge da so einer auf Instagram, die sich sehr mit dem Thema Weiblichkeit auseinandersetzt. Und sie hatte nur in ihrer Story ein Bild mit viel, viel Text. Und in diesem Text stand, was sie gerade so im Übergang zwischen den Jahren so macht. Und da stand halt unter anderem Yoni-Steaming. Und ich dachte, habe ich noch nie von gehört, interessiert mich. Okay, habe ich bei YouTube mir angeguckt und habe gedacht, das möchte ich ausprobieren. Und das ist so dieser Vibe, den ich möchte, dieses, ich sehe was, ich finde es interessant, ich finde es noch interessanter und dann mache ich es. Da will ich hin, so möchte ich alles am liebsten machen. Und so bin ich dazu gekommen, halt das erste Mal, mich überhaupt mit Yoni-Steaming auseinanderzusetzen. Und dieser warme Dampf, also du nimmst diese Kräuter, gießt die mit Wasser auf, lässt die ziehen, so. Und dann dieser warme Dampf, also dieses aus diesem Steaming, fördert quasi die Durchblutung deiner inneren Geschlechtsorgane, die Entgiftung natürlich durch diese enthaltenen Kräuter und die ätherischen Öle können dann auch über die Schleimhaut in den Blutkreislauf eintreten. Und dadurch können sie dann unter anderem auf die Eierstöcke wirken, auf die Eileiter, auf den Uterus, auf die Vagina und eben auch auf die Vulva. Und ich habe das damals schon in einem Vlog gesagt, wir nutzen Dampfbäder in der Sauna für unser Gesicht. Warum nicht also auch für unseren Intimbereich? Ist ja eigentlich total logisch. Und es geht dabei jetzt nicht darum, dass der Uterus oder die weiblichen Organe sich nicht selbst reinigen könnten und man das unbedingt tun muss, weil das können die sehr gut tatsächlich. Es geht dabei eher um eine Unterstützung und vor allen Dingen durch diese Wärme. Ne? Also Weiblichkeit, wenn ihr eure Weiblichkeit fördern wollt, ist Wärme immer ein gutes Thema. Heiße Duschen, heiße Tees, Wärmflaschen oder eben auch Yoni-Steaming. Und dabei eben auch noch zu nutzen, die Kraft aus diesen Heilpflanzen, aus diesen Kräutern und dieses bewusste Wahrnehmen. Also ich verbinde dann das Yoni-Steaming immer noch mit einer Meditation. Man kann entweder einfach eine Weiblichkeitsmeditation machen. Ich habe aber tatsächlich auch Meditationen gefunden, die man während des Yoni-Steamings machen kann. Und das ist, glaube ich, diese Kombination aus diesem Dampfbad und dem, was da halt automatisch passiert und meinem Bewusstsein, dass ich gerade mir was Gutes tue, dass ich mir die Zeit für mich nehme, dass ich was für meine Weiblichkeit tue, dass ich mal wieder mich überhaupt mit meiner Yoni, mit meiner Gebärmutter verbinde und auseinandersetze. Was man nie tun darf, ist das Ganze während der Menstruation zu machen. Also ihr könnt das kurz davor machen, direkt danach machen, aber nie während der Menstruation, weil ja da dieser extreme Reinigungsprozess stattfindet. Und wie habe ich das jetzt gemacht? Also es gibt tatsächlich so Konstruktionen aus Holz. Also ihr braucht ja einen Topf, in dem die Kräuter sind, das Wasser. So, und dann gibt es Konstruktionen aus Holz, unter die ihr diesen Topf stellt und dann ist da oben ein Loch und man kann sich draufsetzen. Das kostet um die 100 Euro, muss man vielleicht nicht haben.
Man kann sich auch einfach so über diesen Topf hocken, was ich gemacht habe. Ich habe den Topf in die Toilette gestellt, mich da drauf gesetzt. Fertig. Am besten wendet ihr das Steaming abends natürlich an, vor dem Schlafengehen. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht, kann mir aber natürlich vorstellen, dass das logisch und schön ist, weil ja auch die Reinigung der weiblichen Organe meistens nachts stattfindet. Und somit ist das Steaming kurz davor ja ein tolles, beruhigendes Ritual sowieso. Dieses nochmal innere Einkehr und die Wärme fördert wahrscheinlich sowieso dann natürlich das Schlafen. Und wenn ihr sehr starke Beschwerden habt, also wenn ihr sehr zu Zyklusbeschwerden neigt, dann kann man das Steaming tatsächlich einmal pro Woche gut anwenden. Ich habe jetzt für mich so, ich möchte es mindestens einmal im Monat machen und dann gucken wir mal weiter, ob ich es noch öfter anwenden will. Und was bewirkt das jetzt? Also das hatten wir ja schon, dass diese intensive Wärme, also nicht nur ich lege da mal eine Wärmflasche drauf, sondern dieser Dampf, der quasi eindringen kann, die Durchblutung fördert, die Muskeln können sich alle entspannen. Es bringt auch wieder stagnierende Energien zum Fließen. Also es hat natürlich auch eine spirituelle Bedeutung, aber auch eben auf dieser körperlichen Ebene. Und gerade wenn man so Menstruationsbeschwerden hat, wenn man da starke Schmerzen hat, wie wenn man, wie ich zum Beispiel, auch einen sehr schmerzhaften Eisprung hat, dann ist das tatsächlich sehr gut, um da zu entspannen, um das alles wieder ins Fließen zu bringen, um die Durchblutung zu fördern. Gleichzeitig, das hatten wir jetzt ganz oft, wird natürlich dieser natürliche Reinigungsprozess auch einfach unterstützt und alles entgiftet. Und es kann einfach zu einem wundervollen Ritual werden, was du für dich, für deinen Körper, für deine Weiblichkeit tust, um so bewusst mehr Weiblichkeit auch zu leben und in deinem Alltag zu fördern. Und indem du das eben regelmäßig praktizierst, darum geht es ja, es nicht nur einmalig, sondern regelmäßig zu machen, schenkst du deinem Schoßraum einfach auch Hingabe, ne, die ja ganz oft in unserem stressigen Alltag, vor allen Dingen als Mamas, verloren gehen. Wann beschäftigen wir uns denn intensiv mit dem größten Kraftzentrum in unserem Körper, mit unserer Gebärmutter? Ja, so gut wie nie, wenn ihr nicht so wie ich angefangen habt, den Fokus wieder auf Weiblichkeit zu legen. Und das Yoni-Steaming kann so ein tolles Ritual werden. Vielleicht wollt ihr das immer freitags machen, zum Venustag. Oder immer zum Vollmond, zum Loslassen. Oder immer nach eurer Menstruation oder kurz davor. Dieses Rituelle, dieses immer und immer wieder. Also es ist nochmal besonders zu empfehlen, wenn ihr eine der folgenden Symptome habt. Obacht, ich muss jetzt hier auf meine Notizen schauen. Wenn ihr Menstruationsbeschwerden jeglicher Art habt. Bei Unfruchtbarkeit kann es unterstützen. Wenn man eine sehr schwache oder sehr starke Blutung hat. Wenn man zu Unterleibskrämpfen neigt, Ovulationsschmerzen oder sonstigen Schmerzen, das bin ich. Wenn man Zysten hat, Endometriose hat, wenn man Fibromen hat, wenn man zu Blasenentzündungen neigt, oh, als ich studiert habe, konnte ich an einer Hand abzählen, wie viele Tage ich mal ohne Blasenentzündung war. Das war der Horror. Damals kannte ich Yoni-Steaming leider noch nicht. Scheidenpilz, bakterielle Infektion, also auch da kann Yoni-Steaming sehr gut unterstützen. Und ich hoffe einfach, mit diesem Video so ein bisschen aufgeklärt zu haben, euch einen Impuls gegeben zu haben. Und wenn ihr das jetzt auch so hattet wie ich, dies, finde ich spannend. Ah, okay, beschäftige ich mal mehr und okay, probiere ich mal aus, dann macht das. Das ist das, was wir wollen, weil da spricht unsere Intuition aus uns. Und auf die dürfen wir viel, viel mehr hören. In diesem Jahr, Leute. Wie gesagt, ihr findet unten in der Infobox die Kräutermischung, die ich benutzt habe. Und ich verlinke euch auch nochmal ein Video, wo nochmal so ein bisschen erklärt ist, wie ihr den Topf da am besten in die Toilette. Und dann seht ihr auch nochmal diesen schwarzen Kasten, den man auch haben kann. Und dann könnt ihr euch das nochmal ein bisschen genauer angucken. Das war auch das erste Video, was ich dazu gesehen habe. Ansonsten solltet ihr noch Fragen haben, Erfahrungswerte, was auch immer, schreibt es gerne unten in die Infobox. Ich bin auch am Überlegen, ob es Sinn macht, nochmal ein Video über Yoni-Eier zu machen und deren Anwendung. Ich habe das schon mal gemacht vor vielen, vielen Jahren, als ich damit angefangen habe. Aber vielleicht wollt ihr da nochmal was dazu sehen. Dann sagt mir doch das bitte sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Auch wenn euch solche Themen im Allgemeinen ein bisschen mehr interessieren, dann gehe ich da sehr gern drauf ein.
Wenn euch das Video gefallen hat, liked es sehr, sehr gerne. Das hilft mir hier immer sehr. Leitet es gerne an jemanden weiter, der vielleicht eine der Symptomatiken hat, die ich gerade noch genannt habe. Und für den Yoni-Steaming vielleicht eine Methode wäre, um da ein bisschen Erholung zu schaffen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss!